Arrival. Heute in Sehenswert. Guten Morgen. Unser Thema heute sind die romanischen Sprachen. Neuigkeiten, die Sie teilen wollen? Auch 8 Stunden nach der Landung gibt es noch keinerlei Hinweise auf einen Erstkontakt. Die Objekte sind mindestens 450 Meter hoch. Mama, was passiert jetzt? Ich weiß nicht. Weitere ähnliche Objekte sind überall auf der ganzen Welt gelandet. Dr. Banks, ich bin Colonel G.T. Weber. Wenn es um Übersetzungen geht, stehen Sie bei allen ganz oben auf der Liste. Ich habe etwas, das Sie für mich übersetzen müssen. Ist das... Nicht jeder ist solchen Erfahrungen gewachsen. Wann standen Sie das letzte Mal unter Stress? Zählt jetzt? Wir brauchen Antworten, so schnell wie möglich. Was wollen Sie? Wo kommen Sie her? Bist du bereit? Ich weiß nicht. Ja, das war kein Traum. Was passiert jetzt? Sie treten in Erscheinung. Oh mein Gott. Wie viele? Wir sind 1 von 12. In unserer Welt gibt es nicht den einen Anführer. Es ist nicht möglich, nur mit einem zu verhandeln. Klären wir Ihre Absichten. Ich gehe noch mal rein. Ich muss Ihnen wohl nicht sagen, dass Sie sich selbst in Gefahr bringen. Jetzt haben wir uns angemessen vorgestellt. Ihr müsst alle zusammen daran arbeiten. Ich habe das Gefühl, dass alles, was passiert, mit uns beiden zusammenhängt. Ich weiß, was das ist. Was steht da? Waffe anbieten. Ich brauche keinen Dolmetscher, um das zu verstehen. Wir wissen nicht, ob Sie den Unterschied verstehen zwischen einer Waffe und einem Werkzeug. China hat gerade gedroht, ihre Muschel zu zerstören. Was immer sie machen, Frankreich und Korea werden folgen. Das könnte globalen Krieg bedeuten. Wir müssen mit allen Orten reden. Wir müssen einmal zusammenarbeiten. Uns bleiben 15 Stunden, bis die Hölle losbricht. Träumst du in ihrer Sprache? Ich weiß, warum sie hier sind. Was zum Teufel tut sie da? Vertraust du mir? Arrival, so heißt der neue Film, der mit einer tollen Geschichte, einer tollen Besetzung und einer guten Filmmusik punktet. Amy Adams, Jeremy Renner und Forest Whitaker glänzen hier in ihren Rollen. Eines Tages tauchen 12 Muscheln auf der Erde auf. In ihnen eine unbekannte Spezies, die auf eine unbekannte Art und Weise kommuniziert. Mehrere Forscherteams versuchen die Sprache zu entschlüsseln, bis der Satz »Waffe anbieten« fällt. Hier zeigt Arrival deutlich, dass man nicht immer direkt den ersten Eindruck für den richtigen halten sollte. Waffe oder Werkzeug, das kann einen großen Unterschied ausmachen. Die Spannung war durchgehend greifbar bei der Vorstellung. Zur Abwechslung habe ich mir den Film mal nicht in einer Pressevorführung angesehen, sondern in einer öffentlichen Vorstellung in Offenbach am Main. Der Saal war brechend voll und trotzdem hätte man an einigen Stellen eine Stecknadel fallen gehört. Spannung pur. Die immer wiederkehrende Frage, was macht die Menschheit, wenn eine andere Zivilisation in unser Leben eintritt? Sprache verstehen und eine komplett neue Unbekannte entschlüsseln. Wie geht das? Arrival muss als Ganzes gesehen werden, damit man den Film versteht, da er unglaublich intelligent gemacht ist. Jeder sollte sich den Film einmal angesehen haben. 10 von 10 möglichen Punkten bekommt daher dieser Film. Welche Meinung zum Film habt ihr? Schreibt sie uns auf Facebook und YouTube. Arrival ist ab dem 24. November in den deutschen Kinos im Verleih von Sony Pictures und ab dem 8. Dezember in den Schweizer Kinos im Verleih von The Walt Disney Company zu sehen und ist ab 12 Jahren freigegeben.